Du holst dir eine bereits geöffnete Packung Chips aus dem Schrank, möchtest welche essen, doch dann stellst du fest, diese sind mittlerweile pappig geworden. Anstatt sie wegzuschmeißen, zeige ich dir, wie du sie in kurzer Zeit wieder richtig schön frisch bekommst. Denn der Grund dafür, dass die Chips pappig sind, ist, weil sie an der Luft wieder Feuchtigkeit bekommen. Dadurch werden sie ganz einfach pappig. Wir müssen ihnen also die Feuchtigkeit wieder entziehen. Dafür gibt es zwei Methoden. Für die erste solltest du die Chips auf einem Backblech verteilen. Danach kannst du sie dann in den Ofen stellen. Diesen solltest du auf 75 Grad stellen. Hier kannst du die Chips jetzt für wenige Minuten im Ofen lassen. Dadurch wird die Feuchtigkeit entzogen und die Chips werden wieder richtig schön knusprig. Wie lange es genau dauert, hängt auch mitunter von der Dicke der Chips, der Art der Chips und so weiter ab. Du musst also ein wenig rumprobieren. Lasse sie erst einmal für ungefähr 2 Minuten in den Backofen und probiere dann einfach ein. Wenn es noch zu pappig ist, lass es noch ein wenig länger drin. Eine weitere Möglichkeit ist in der Mikrowelle, denn auch in der Mikrowelle bekommst du die Chips wieder richtig schön knackig. Dafür musst du sie einfach auf einen Teller legen und dann in die Mikrowelle stellen. Hier solltest du deine Mikrowelle auf eine geringe Wattzahl stellen und sie dann für ungefähr 2 Minuten in der Mikrowelle lassen. Probiere auch hier ein wenig herum, ob sie dann schon wieder richtig schön knusprig sind und falls nicht, wiederhole diesen Prozess. So bekommst du auch ältere und pappige Chips wieder richtig schön knusprig und kannst sie dann noch essen. Probiere das Ganze daher doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du einen gebrauchten Mundschutz niemals wegwerfen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.